Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Monster Loves You, dem dritten und letzten Teil des Let's Tests. Und danach stellen wir heraus, ob ich oder ihr es noch sehen wollt oder wir beide, je nachdem. Jo, gehen wir doch mal in die große böse Welt. Das würde ich doch gleich mal sagen. Wir sind da forschermäßig dran. Adventure in a Town, ja, wir haben ja nicht gerade die große Auswahl, sollen wir das da sein? Also das wäre ja so, wenn wir uns so entwickelt hätten, wäre das doch furchtbar, ehrlich. Nur weil ich nett bin. Na gut, es hat sich nichts geändert. Unser nächstes Adventure ist hier. Machen wir da mal weiter. Griedblitz, walk past your stoop. Was weiß ich, was das heißt? Läuft dir entgegen vielleicht? Er stops, also stoppt, atmet und tilts. Was weiß ich, was das heißt? Sein Kopf. Stolz zeigt er sein Baseball-Head. Was auch immer das heißt, ein komischer Hut. It makes him look ridiculous. Lächerlich. What's Baseball? Wie Baseball? Einige Menschen, also some human sport involving large wooden bats. Ja, tatsächlich, Baseball. Also einige Menschen haben einen Sport, in dem große Holzschläger involviert sind. Es ist einiges, was du sehen. It's something you could see making an appearance in Monster Kultur. It's irgendwas, was du sehen könntest, wenn es seine Erscheinung in Monster Kultur machen würde? Möglicherweise, was weiß ich. Du könntest sehen, wenn es in der Monsterkultur seine in Erscheinung treten würde. So, fragen wir ihn wegen des Hutes. Griedblitz sagt, ich greife Talking Fox im Hutbüschel. I gave a talking, also ich gab einem sprechenden Fuchs einen ganzen Büschel von Haaren, von Hasen für dies. Wow, Büschel? Was ist ein Büschel Hasen? Oder ein Sack? Na egal. Er sagte, es ist, was all die intelligenten Menschen tragen diese Tage. Monster walk by, pointing and sticking. Keine Ahnung. Monsters kommen. Naja, machen sich wahrscheinlich lustig über diese lächerliche Erscheinung des Hutes, keine Ahnung. Irgendwas. Vorsicht jetzt, ihr Lieben. Die Wahrheit, wir ehrlich sind, ja. Blitz beams, misinterpreting your intention. A duck's face has stole from the humans, moves away to show others. Also missinterpretiert, was wir eben meinen, also was wir eigentlich vorhatten. Ein Entengesicht, ich habe von den Menschen gestohlen. Ja, läuft davon, um es den anderen zu zeigen. Naja, bewegt sich weg. Na gut, noch 7 Tage zurückgeblieben, bleibt. Dann machen wir mal den da. Nash Knash is picking on the tiny blistery. Irgendwas macht er mit Blustri, den Kleinen. She gets knocked down every time she gets up. Er haut sie um wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie hochkommt. Nash Knash fragt, ob ich helfen will. Oder sie, Nash Knash, das ist scheinbar eine Frau. Ach, so, she doing that to Blistry. Nash Knash, was auch immer. Ich fühle, I feel like it. Ich mag es möglicherweise, wie es fühlt, keine Ahnung. And look at, schau zu diesen Tränen. Interessant. Ich werde dich bekämpfen, Nash Knash.
without even a thanks, also ohne überhaupt ein Dankeschön, Listri rennt davon. Lässt mich und Nash Gnash behind im Kampf. Do you push? Möchtest du die? Yes, claw, bite, kick. Jo, bin ich aggressiv? Ja, ich zahl's in Bastard Heim. Haha! Nash Gnash is savage, but she's tired herself out. Also, Nash Gnash ist Gesicht gerettet, aber sie hat sich selbst ermüdet. Und du bist voller Energie. Du beat Nash. Also, du haust Nash Gnash zu Klumpen. Nash Gnash pants. Pants, keine Ahnung, gibt's so vielleicht. Beeindruckend. Gut. Damit haben wir doch ordentlich entwickelt. Was ist das hier? You and Gobgloves are playing. Also du und Gobgloves spielt Werf das Kätzchen? Oder Toss ist wie Münzen werfen, kann man auch sagen. Naja, du gewinnst 2-1, wenn Crash! Du fehlst. Whoops! Und das Kätzchen. Kitten wirklich ein Kätzchenegger. beschädigt Hemrex Fenster. Ups. Sticker raut. Ich bleib einfach mal da. Ich bin ja ehrlich und naja. Hemrex kommt crashing out auf his Hobel. Was auch immer. Still half asleep. Also noch halb verschlafen. But naja, ziemlich aggressiv, ziemlich wütend. Wer hat das getan? Ich werde dich ertränken in dem Geburtskessel, habe ich ja die ganze Zeit genannt, aber ich heiße der Geburtsbottich oder so. Ich kann keine Lüge erzählen. Henrik Wills erklärt es dir. Ja, keine Ahnung. Also er starrt auf mich so hart, dass man sich heiß und schwer fühlt. Dein Auge beginnt zu scheinen mit einem roten Licht. Oh, wirklich? It was me. Really, thanks for telling me who did it. Er schreit ja das, oder? Wenn das so starrt, so, really? Thanks for telling me who did it. Also, wirklich, danke, dass du es mir erzählst, wer es getan hat. Hemrex doesn't actually drown you, but he lashes out with her. Hemrex, also tut dich nicht wirklich ertränken, aber macht irgendwas mit einem terrifying Kick. Mit einem fürchterlichen tritt er dich, genau, Cyber. Oh, honestly, can't hurt. Also Ehrlichkeit kann schmerzen. Du rollst halb zu der Ecke des Stadt, wo du versuchst aufzustehen und, naja, versagst. Man ist zu schwindlig, um irgendwas zu tun. Okay. Was heißt das jetzt? Ach da, yes. Okay, ich dachte schon, hä? Was ist hiermit? Das sieht schwierig aus für den, das Monster. Squeak-Sat! Du folgst dem seltsamen Geräusch, bis du Gobgloves findest. Sie zieht einen staubigen, zerbrochenen Wagen nach Hause. Sieht nach harter Arbeit aus. Oh, ich frage sie mal, was in den Wagen ist, genau. Warum ist das eine Sie? Das sieht nicht aus wie eine Sie, ehrlich gesagt. Der Wagen ist voller von mehr Stücken, Wagenstücken. Ist möglich, die zusammenzupacken, zusammenzustecken, zusammenzubasteln. Kannst du mir helfen? Frommherr Limp? Weiß ich, Limp vielleicht.
You get her, she has a busted leg at the moment. Oder von mir, keine Ahnung, irgendwas. Du bemerkst, dass sie ein möglicherweise verstauchtes Bein hat im Moment. Nun. You flex your claws, still not fully healed from a recent fight. Also du, flex, weiß ich, schleifst deine Klauen? Immer noch nicht völlig geheilt vom vorigen Kampf. Du könntest dich selbst verletzen, wenn du ihr hilfst. Ich helfe ihr, das aber trotzdem zu machen. Es ist leichter, sich zu bewegen mit with both of you, also wenn beide helfen. God bless, dank dir. And the two of you enlistest. Die beiden von dir machen irgendwas. Und ihr beide macht irgendwas, um noch mehr zu helfen. Endless Scrape Goat, weiß ich. Vielleicht den Scrape Goat? Also irgendwas mit Goat ist ja quasi. Ich kenne Scrape Goat, das wäre der Sündenbock. Goat ist also Bock. Scrape Goat, keine Ahnung. Und Endless heißt vielleicht ein. Also wie so ein Pferd, also ein Esel an den Wagen binden oder so. Um es noch hilfreicher zu machen. Fantastisch! Juhu! Ja, der Bock ist stark genug, um euch einen Wagen, um euch eine Wagenfahrt zu geben. Once wheels, also, als einmal, als die Räder dran waren, wenn es funktioniert. Also nochmal. Der Bock ist stark genug, um euch einen Wagenfahrt zu geben. Als die Räder dran waren. Und es funktioniert. Okay. So, next adventure. Wie ist damit, dass sie gefährlich ist? Canino Aslet, Limbs to Vatiwan. Tut es. Läuft einfach dir entgegen. He points one huge. Er zentriert ein großes Auge zu dir und keckelt, was auch immer das heißt. Ein Gotter Schock. Also ich habe einen Schock bekommen, einen Elektroschlag, als hier an der Powerline, also irgendwas gab, Powerline, keine Ahnung, Kraft, Motor, irgendwas gab es hat und es ist immer noch down. Hilf mir out. Also hilfst du mir, kannst du mir aushelfen. Fragen wir nochmal, wie gefährlich es ist. If the electrical fluid inside the line, oh mein Gott, was soll ich denn? Ist das elektrische irgendwas inside the line, also in der Linie drin, bekommt dich, weil es hört, also es schmerzt, wie 1 Million Bienen. Nur, dass es keine Bienen sind, weil sie machen keinen Honig. Okay. So. Egal, wir machen es. Helfen ihm trotzdem mal und schauen, ob wir sterben. Unser Mut hat sich hier. Yippie! Bald findest du. You should find yourself dangling. Bald findest du dich. Dangling, was auch immer. Von einem. Also wahrscheinlich hängend von einem Power. Kann das sein, dass es diese Elektrizität-Dinger sind, die da rumhängen? Also oben an diesen Stangen da? An den Kabeln, also an den Elektrizitätskabeln, denkt er? Über der Hauptstraße, also ja. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen, das hat man doch schon oft gesehen. Also gibt's ja in Amerika auf jeden Fall. Ich glaube sogar Straße entlang. Die Verbindung zum Strom ist bei denen auch teilweise über der Erde. An solchen Säulen, an Dingern, wo man hochklettern kann, um die auch zu begutachten und so weiter, zu reparieren und so weiter. Das sind so hängende Stromkabel einfach. So. Jo. Oh, über die Hauptstraße von Omen. Der Bruch ist direkt vorne, also ist vor mir, vor einem.
Genau, und jetzt könnte gefährlich werden. Oh, machen wir es doch lieber sicher. Du kannst es langsam angehen. Du hörst den Elektrizitätsschnur? Gerade hatte ich doch. Die Elektrizitätskabel zu reparieren. Vom Entschuldigung. Oh Mann. Bevor mehr elektrische Energie rausläuft. Ja, sagen wir es einfach so, ja. Es ist nicht leicht, obwohl Fluid bestimmt irgendwas Flüssiges eher ist. Egal, es ist nicht leicht. Aber du schaffst es, to avoid any von den Schlägen von dir selbst. Ja, Schlägen. Fluid, sagen wir einfach mal Elektrizitätsschläge. Das passt so gut rein. So, was ist hiermit? Outside your house, also außerhalb deines Hauses, Nash, from a newbie poor bush. Also, na, ja, geht zu dir, Charge, was heißt ich, überwirrt dich, von meinem nahen Busch, und Sensio, naja, sagt ihm, schreit dann einfach mal, weil, Challenge, also Herausforderung. Schreit sie, at the top of her voice, also zu ihrer größten Lautstärke, keine Ahnung, sehr laut jedenfalls. It's on, es geht los. Take turns slapping each other. Nee, ich akzeptiere mal. Weich zurück und warte darauf, dass Nash einen Fehler macht. Okay. There, dort. Nash swings and misses. Also schwingt und miss. Ha, take your shot. Jetzt die Gelegenheit angehen. You lunge forward. Also, sagen wir, du sprintest vorwärts. Und, naja, tust sie ausnocken. Der Tag ist deins. Du schaust stolz umher. Aber niemand, naja, bemerkt einen kleinen Kampf. Okay. Scuffle. Was auch immer das heißt. So. Da, das sieht interessant aus. Mopsy Morals slithers up to you and says, I wonder if you can confirm a rumor for me. Mopsy Morals, also schlittert herein zu dir oder schlittert zu dir und sagt, ich frage mich, ob du ein Gerücht bestätigen kannst. Mopsy Morrel? Morrel? Mushroom? Wer? Mopsy Morrel ist ein älterer Monster, der für eine lange Zeit schon dort umher geht, in der Stadt lohnt oder sonst was. Für eine lange Zeit, ja. Sie druckt The Omen Harbinger, eine kurze, also Kurzzeitung, was ich für Monster. Oh. Tag to Mopsy. Hemrek was baking a special six pork pie. Also, Hemrek hat einen besonderen sechs Schweinekuchen gebacken. Gemacht von sechs Arten von Schweinen. Du weißt, eine Delikatesse. Was ist so delikat? Also was ist so delikat an sechs Schweinen? Sie waren gerostet? Waren geröstete Suckling Piglets, weiß ich nicht genau. So saftig, so zart und geschmackvoll. Yum! Lecker also. Der Kuchen war's. War am Fenster ausgekühlt und verschwand. War gerade am Auskühlen am Fenster und verschwand. Dein Freund Nash war in der Nähe gesehen. Aber nicht danach. Vanishing.
dem Verschwinden. Was denkst du darüber? It's just like her to steal a pie. Sei ehrlich. Ja, voll not. Ich mag's ja, ich hab so nur gegen sie gekämpft und so weiter, wieso sollte sie meine Freundin sein, hä? Also es ist, wie sie ist. Oder es passt zu ihr, Kuchen zu klauen. Mopsy scratches some notes on a piece of torn off paper. Also Mopsy schreibt ein paar Notizen auf ein Stück zerrissenen Papiers. Interessant. Was würdest du über Nachtknecht sagen als eine Person? Jo, sag die Wahrheit. Nachtknecht ist ein... naja, brutaler... Rüpel, ne, brutale Rüpelin in dem Fall wohl. Mit keiner... Sinn für Regeln. Oder keine Beachtung für Regeln. Mopsy lächelt. This is exactly what monsters will want to hear. Das ist exakt genau das, was die Monster hören wollen. Sie schreibt dann einige Nachrichten, also einige weitere Notizen und schlittert davon. Okay. Später, Nashness besucht dich schreiend oder Hobel, was weiß ich. Hält einen frisch geschriebene, frisch gedruckte Kopie vom Omen Harbinger. Wenn sie wieder geht, du hast einige hundert neue Zeitungs- oder frische Zeitungsschnipsel. Okay, oder neue Zeitungsschnipsel. Okay, das hat dir nicht gut gefallen. Das tut mir leid. Okay, den letzten Tag machen wir auf jeden Fall noch. Und das interessiert mich auch. Eine kleine Gruppe hat sich im Square versammelt. Im Square, das war... ein Ort, ein Hinter... ein Square ist wie... was soll ich sagen? Zum Versammlungsort. Also, keine Ahnung, Crudance weiß ich nicht und Gridmitten auch nicht. In some kind of argument. Crudance und Gridmitten sind in einigen Art von Argumenten. Okay, lasst uns sehen, worüber sie diskutieren. Nashknash, wisst, also flüstert zu dir. Gridmitten says he saw a human during a cold mode. Gridmitten sagt, er sah einen Menschen tragen der Code Mate, der Code Hut oder irgendwas, kein Hut, ein Code, ich weiß gerade nicht was ist, gemacht von einem Monsterversteck. Gemacht von einem Monsterversteck, hä? Prudence sagte, sie sah es auch, aber es war nur ein Kostüm. Du beobachtest die Ältesten diskutieren, die Situation ausdiskutieren. Ruhig und... naja, eigentlich ruhig und still. Mit ein bisschen Klauen erheben oder so. Entspuckend. Ja, lass es uns doch mal selbst sehen. Oder sollen wir? Na, lass uns einfach mal vorschlagen, den Konflikt zu lösen. Du schreitest vorwärts, bereit zu helfen. Weil die ältesten Monster scheinen nicht mal Notiz von dir zu nehmen. Also scheinen dich nicht mal zu bemerken. Ihre Aufmerksamkeit ist auf das Problem. Nicht auf die jüngeren Monster in der Straße. Die Debatte... wächst in einem Shouting... wächst in to Schreien... und Steine werfen... ein paar Momente später. Aber es ist... noch ziemlich... sozial, sagen wir. Genau. Zivilisiert. Prudence, schüttelt weiter ihren Kopf und lächelt. Was Saf Gridmitten ist ein Idiot,
für ein Monsterling. Was? Was hat das mit Kretmittens Temperament zu tun? Oder Temper, keine Ahnung. Irgendwas? That makes Kretmittens Temper flare like lightning naturally. Das lässt Kretmittens irgendwas erscheinen wie... oder leuchten wie... ein Donner? Natürlich. Lass uns weiter beobachten und zuhören. Kretmitten sagt, Humans, also Menschen... Menschen haben Klamotten von Monstern gemacht. Gudens... Süst, also... Gudens... entgegnet, dass... er... falsch liegt. Niemals gab es irgendwelche Anzeichen dafür. Die anderen Ältesten wandern davon. Okay, perhaps now the Argos would listen to you. Vielleicht wollen die Diskutierer jetzt zumindest zu hören. Oh, sie scheinen jetzt die Aufmerksamkeit zu zollen. Scheint der Aufmerksamkeit zu zollen. Ja, jetzt. Ich supporte mal Prudenz. Ich bin ja Menschenfreund. Und sie ist intelligenter. Genau, das ist mein Argument für dies. Prudenz nods to you and says, Prudenz nickt zu dir und oder wegen dem, was du gesagt hast, und sagt, verstehst du? Ich liege immer richtig. Menschen tragen Klamotten die ganze Zeit. Dieser Idiot denkt, einige Tiere verstecken es. Dieser Idiot denkt, einige Tiere verstecken es. Ist from one of us, es gehört zu uns. Ist einer von unseren. eine Art... ein schleimiges Tier vielleicht. Naja. Ja, like a big furry snail. Snail ist, glaub ich, Schnecke, oder? Wie eine große, schleimige Schnecke. Okay, egal. Okay, damit haben wir auch den Tag beendet. Noch eins können wir machen. Jugendlichkeit flüchtig. Du bist gewachsen und liegst nun hinter Jugend und wurdest zu einem Erwachsener. Ja, sagt er. You've been dragged from your bed by your friends and neighbors. Du wurdest weggezogen von deinem Bett durch deine Freunde und Nachbarn. What? Warum jetzt? They tell you, also sie erzählen dir, es ist time, zu wachsen. Sie nehmen dich mit in die Wälder, okay. Die Nachbarschaft schmeißt sie in das Zentrum des großen Kreises von Monstern. Alle älter als du. Sie flüstern zu jedem anderen, dann sehen sie zu dir. Dann flüstern sie noch mehr. Get on, getting on. Weil, geh on? Get on, also versuche irgendwas mitzubekommen, so einfach. Die Monsters Mumu und Mata, was auch immer, spucken und snorlen. Sie entscheiden, was am besten dich definiert als ein Monster. Sagen wir, wir warten geduldig. Nach einer Weile, the muttering stops, tough the murmuring goes on for some time longer. The murmuring geht eben eine Weile länger. Egal. Endlich, also schließlich, die versammelten Monster kamen zu einer Entscheidung.
Nun, was ist es? Was ist es, ja? Der Ring von Monstanz kommt näher zu dir. Formt einen engen Kreis. Älteste lungern oder beäugen dich. Während die kleineren Erwachsenen langsam kriechen. Deine Umgebung wächst dunkel, wächst schattenhaft, schattig und dunkel. Okay. Wait, what's happening? Warte, was passiert? Dies ist das Ende deiner Jugendlichkeit. Dein Körper wird stärker. Ein Otter, also ein andere aufgewachsene oder aufgewachsene Monster werden dir mehr zu hören, wenn du sprichst, wenn ja, also wird es schon richtig sein. Der Ring der Monster, also ja, Tuyo tut einen Part in der Zeremonie der Erwachsenheit. Die anderen Monster halten dich in, aber also, haben einigen Respekt für you. Five out of a possible 100 Points. Gut versetzt. Es ist sofort klar, die Gruppe, die Crowd, das hatte ich doch vorhin richtig, na egal. Ist der Gruppe klar oder der Menge klar? Du bist, dass du wirklich nett für ein Monster bist. Oh, so nett, von dem das zu denken. Die Menge. Formt zu zwei Monsterlingen in dem Kreis. Jedes mit einem gebrochenen Arm. Ein Ältester fragt dich, ob du dich um die kümmerst. Vorsichtig zu deren Wunden. Sich um deren Wunden kümmern oder so. Benötigt hohe Nettigkeit. Oh, okay, ja. Jukun, ein Pet, so Monster links unter sehr grau und rosig. Weiß ich. Also Pet heißt sich wie Haustiere behalten oder was? Bis sie, naja, Drosi gewachsen sind. Sense Blinze Damage Limbs and Silence. Naja, was weiß ich. Dann Splinze ihren Schaden leise. Zerlief quietly. Feeling much better. Everyone, jeder bedankt sich. Also sie verlassen oder laufen ruhig, fühlen sich deutlich besser. Also du hast einfach die Wunde behandelt, so. Akzeptier ihren Respekt und mach weiter. Ende der Jugendlichkeit. Here, how you doing? 27% Mut, 57% Intelligent, 58% Furchtbarkeit, Fürchterlichkeit, Terror, ach egal, jetzt schon. 19% Ehrlichkeit, 81% Kindness, 10% Respekt. Yep. Du bist jetzt erwachsen. Du wirst stärker wachsen über Zeit. Aber deine Persönlichkeit ist nicht länger veränderbar, als es war, als du jung warst. Weiter zur Erwachsenheit. Okay. So, ab dem Zeitpunkt hat man wohl mehr zu tun. Das heißt, es könnte noch ziemlich interessant werden. Interessanter als das alles, was davor war. Mein Englisch ist nach wie vor nicht wirklich gut, aber ich gebe mir natürlich sehr viel Mühe, es zu übersetzen. Hoffe, ihr hattet trotz allem Spaß und sagt mir, was ihr über das Spiel denkt, was ihr über meine Art des Let's Playen denkt. Soll ich lieber die Klappe halten? Also soll ich nicht übersetzen, sondern einfach wie bisher Let's Playen und euch quasi das Englische überlassen? Soll ich es mehr oder weniger übersetzen, so dass es zumindest der Sinn einigermaßen wiedergegeben wurde, auch wenn mir die Wörter fast alle unbekannt sind. Ich lasse euch mal die Wahl. Also mir hat soweit ganz gut gefallen. Und die Entscheidung, ich fand das schon ziemlich gut gemacht. Also
Mein Master sieht zwar ziemlich hässlich aus, aber naja, man kann nicht alles haben. Entscheidet, was ihr davon haltet mit den Entscheidungen und diesen Attributen, die man gesteigert hat, wie man sich verändert hat, und sagt mir eure Meinung in den Comments, in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen anderen Projekten und wir sehen uns vielleicht bei einem Let's Play von diesem Spiel hier. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und ciao.